Der Maulwurf? Nee, nee, das nächste. Mach Zucker blärt. Rush B. Let's do this. Level possible. Komm, mach. Nein. Wieso kann man das denn alles auswählen? Ja, ist halt Open World, Alter. Siehst du, wie open die World ist? Bist du auf der ganzen Welt unterwegs. Ja. Okay. Weil der MI6, ja, der hat auch so ein bisschen Technologie entwickelt, mit der du einfach schnell reisen kannst. Nee, geht nicht. Nee, das darf ich nicht. Nee, geht nicht. Maulwurf geht auch nicht. Du musst das nehmen, das am... Was funktioniert wahrscheinlich? Die Lundquist Base. Oh Gott, ich hab's übersprungen. Es müsste dir gelingen, am Kanal unbemerkt an Land zu gehen. Platter wird den weiten Weg um die Basis herumnehmen und in der Nähe des Tunneleingangs zu dir stoßen. Dowie bereitet die Flucht vor, indem er das Motor... Dowie! zurück zum Treffpunkt fährt. Also Robin, okay. Tu, was gesagt wird. Ethan Hunt, einer der zuverlässigsten Agenten des IMF. IMF. International Manufacturer. Impossible Mission Force, Alter. IMF. Heißt die nicht MI6 eigentlich? Seine Fähigkeiten... Ist MI6 nicht in den Mission Impossible-Filmen? Oh, das ist das IMF-Handy. Minifunkgerät, das auch als Datenbank mit Informationen über die laufenden Missionen dient. Hab ich da gerade zwei Agenten miteinander verwechselt? Identität wechseln, Grund für Bootgang finden, zum U-Boot-Hafen gelangen. Gespeichert. Da die Mucke. Oh. Wow. Guter Move, ey. So hab ich dieses Spiel in Erinnerung gehabt. Alter, ich hab das damals geliebt, das Spiel. Robin, deine Zündschnur brennt. Ich hab das Original damals auf der PS1 cool. gespielt. Sprachausgabe, nein. Robin, du übersteuerst. Was? Das kann nicht sein. Oh, warte. Oh, wow. Der Robin hat nicht mal einen Führerschein, der kann nicht übersteuern. Was machst du da? Ich versuche, die Kamera zu drehen. Das sind Moves, du boxst. Ich glaube, die Kamera kann einfach nicht gedreht. Oh, shit. Oh, shit, da ist einer drin. Box ihn. Mach ihn kaputt. Oh Gott. Hey, wer sind Sie? Ich bin Ethan Hunt. Niemand. Ich bin Geheimagent. Okay, jetzt wird gerade geschrieben, dass ich krass übersteuere im Chat die ganze Zeit. Kannst du dich darum kümmern, Flo? Hi, ich bin Freddy und ich suche meinen Hund. Ein Hund? Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ich rufe die Wachen. Nein, ruf nicht die Wachen. Du rufst gar nichts, mein Freund. Du, mein Freund, bist jetzt erstmal fucking ausgenockt. So. Ja. Hau ihn! Zeig ihm, was Phase ist, Alter. So. Wache. Kein Problem, du hast es geschafft. Wow. Ich hab das Spiel deutlich besser in Erinnerung gehabt. Ich auch, deutlich. Ich will da oben jetzt das Ding auswählen. Wie geht das denn? Du hast hier schon mal die Schalldämpferwaffe? Ich versuche oben da das Ding auszuwählen. Aha. Wie hat das denn jetzt gemacht? Oh, jetzt wurde ich... Oh Gott, jetzt wurde ich fangen genommen. Ja, das war nicht so gut. Gib mir mal. Okay, es tut mir leid, dass ich so laut war. Du bist gestorben, ja, Controller wechseln. Na gut. Beziehungsweise du bist nicht gestorben, du wurdest gefangen genommen in deiner ersten Mission in der Lundquist Basé. Kannst du gucken, warte, du hast es auch übersprungen. Stark gedrückt, tut mir leid. Aber ich werde auch schon nochmal sterben, keine Sorge. NP, Minifunkgerät. Identität wechseln. Wie? Ich muss meine Identität wechseln, Robin. Wie mache ich das? Du musst den Typen kaputt hauen. Und dann hattest du gerade dieses Ding mit der Maske. Und dann bist du er. Wenn ich ihn kaputt mache, meinst du? Genau. Okay, musst du hochspringen. Wie springt man? Jetzt hast du das Maskending ausgewählt. Oh! Wow. Would you look at that? Los, hoch da. Wie hab ich das denn ausgewählt? Ich will erstmal meine Moves kennen. So tue ich mich. Aber wie springt man denn hoch? Mit A? Okay, bleib dran. Oh, ja. Oh, Sounderscar, hast du gehört? Okay, bleib dran. Alles klar. Du kannst doch nicht gehockt laufen. Ich sollte mich besser ducken. Warte mal, wie habe ich denn die Scheiße gerade ausgewählt? Mit irgendwie, du machst B, damit du ins Menü kommst und dann drückst du gelb nach unten. Im Ernst? Ja. Und dann hast du es ausgewählt. Und dann drücke ich es wie? Ich weiß immer noch nicht, wie man es drückt. Was mal? Also ihn überwältigst du jetzt. Okay, lass bleib dran. Ja. Los, hau ihn kaputt. Nach unten. Oder in die Pistole. Wie? So, und jetzt wählst du sie aus und nutzt sie. Wie denn? Ich weiß es nicht. Jetzt. Dieses. Oh Gott. Ich hab ihn kaputt geschossen.
Jetzt muss ich schnell sein. Und jetzt B. Nach unten. Gelber Kasser und jetzt A. Ah, jetzt hast du es gemacht. Shit, ich zieh mir so. Jetzt hast du es gemacht. Auf. Ich hab dann Z gedrückt. Ah, okay. Wow. Nice. Hallo. Was ist los, Sir? Gar nichts, alles gut. NP. Nichts, jetzt nur ein falscher Alarm. Entschuldigung. Entschuldigung. Nichts, nur ein falscher Alarm. Entschuldigung, ich bin so, jetzt schleicht euch aber auch. Ich kann auch gar nicht sehen, was sie jetzt gerade machen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Guten Morgen. Ein wunderschöner Morgen. Bester Schauspieler ever. Und er versucht gerade wahrscheinlich auch so richtig schlecht Russisch zu reden. Blärt, blärt. Da, dabei. Suka, suka. Und einer nur so, Sergeant, alles in Ordnung mit ihm? Blärt. Okay, alles klar. Wodka, Wodka, yes. Und jetzt musst du? U-Boot gelangen. Wir haben drei Aufgaben und haben es komplett verkackt. Grund für Botengang finden. Wie soll ich denn den Grund für Botengang finden? Ich weiß auch nicht. Ich muss auch mal meine Waffe wegstecken, glaube ich. Einfach mal jetzt weitermachen. Fuck, ich habe verstanden, wie das Spiel funktioniert, ey. Oh Gott. Ich ducke mich. Warum? Sir, alles okay bei ihm? Zucker! Zucker, Kurva! Raspi! 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 Ist das der Russenduck? Raspi! Ich weiß ja gar nicht, wo es lang geht, ehrlich gesagt. Aber ich auch nicht. Immer, ich bin da sehr safe, aber... Du sollst einen Grund für einen Botengang finden. Vielleicht. Ja, komm mal auf Klo. Vielleicht ist da ein Grund für den Botengang. Versuche etwas zu finden, das du überbringen lassen kannst. Einen Umschlag oder so. Ah. Wo soll ich denn jetzt einen Umschlag finden? Ja. Weiß ich nicht. Ich suche ja schon. Ja, klar. Springe. Hätte vielleicht in dem Büro, wo du eben warst, wäre da noch ein Brief gewesen? Ich guck da nochmal hin, ja? Ja, lauf mal wieder hin. Ich mag das Detailreichtum in der Umgebung. Findest du dich auch? Ja, ich find's auch cool. Also da kannst du durchaus weit gucken. Ja? Da kannst du durchaus weit gucken. Aber das Wetter auch ein bisschen schlecht. Ist guck mal, ob du einen Brief findest jetzt hier. Ich versuch's! Geh mal rein und mach da Brief-Action. Pass mal auf, wie ich da Brief-Action mache hier. Da! Da rechts! Ich erkenn's doch! Der Brei. Das ist ein Brief. Grund für Botengang finden erledigt. Den Grund für Botengang finden erledigt. Diese Mission ist so einfach. Guck mal, ich guck, was das nächste Ziel ist. Grund zum U-Boot-Hafen gelangen. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass wenn du jetzt nach links gehst auf der Straße, wenn du es triffst, und dann hältst du dich gleich rechts nach dem Zaun, dann kommst du zu so einem Auto. Und da kannst du wahrscheinlich... Kalinka. Links halten. Rechts, meine ich. Du weißt doch, wenn man links sagt, da ist Auto, das kannst du nehmen. Kein Problem, ich steig da ein. Red mal mit dem Hansel da. Nee, ich fahr das selbst. Hallo. Red mal mit ihm. Sag mal hallo, Suka Suka. Der möchte nicht. Dann red mal mit dir am Tor. Guten Morgen, Sir. Ja. Ja, jetzt aber. Guten Morgen. Ich glaube, reden tun wir mit... Oscar-verdächtig. Reden tun wir mit B. Red mal mit dem Typen am Tor nochmal. Mit dem? Nein, zurück. Da war noch ein Typ am Tor. Die Musik dazu auch einfach so. Ethan Hunt verkleidet als russischer Offizier. Now I know why you wanna hate me! Geh mal mit ihm. Gib ihm meinen Brief. Gib Brief. Siehst du? So. Verzeihung! Ich bin nicht der Fahrer, fragen Sie Boris! Boris! Yo, Flönz! Boris! Flönz, ich hab einen Brief für dich, ja? Boris, wir sollen nicht fragen, was mit dem Brief ist! Boris reagiert gar nicht. Boris ist... Boris! Boris reagiert nicht. Erstes, ich schwör's dir. Ja, klar ist das Boris. Das erkenne ich am Gang. Können Sie diesen Brief für mich zum U-Boot-Hafen bringen? Können Sie diesen Brief für mich zum U-Boot-Hafen bringen? Ja, Sir, sofort. Ich muss nur eben den Motor starten. Alter, sieht auch sehr russisch aus. Findest du die auch? Danke, Boris. Wow, ey, das ist ganz große Rigging. Starte den Motor. Ich? Nee, er. Oh, du stehst im Weg, glaube ich. Ich glaube, du musst ihm ungefähr 8 Meter Platz lassen, damit er zum Auto kommt. Okay, Boris, do it.
Boris, mach schneller. Guck mal, wenn du R drückst, gedrückt hältst, dann kannst du schön. Oh! Didididid. Darf ich da mitfahren? Weiß ich nicht. Ja, stimmt, Boris war der, der so nervös auf seinem Stift in Golden Eye rumgefingert hat. Ja, weißt du, das war der Hacker. Der Hackerman. Der Hacker, ich glaube, du musst ins Auto steigen. Ja, wie? Hier. Hör doch einfach mal auf mit der dummen Ego-Perspektive und geh auf die rechte Beifahrerseite. Da, wo man ein Auto einsteigt halt. In auch Russland sind die Sitze in der Mitte. Fahren die auch andersrum in Russland? Wie denn? Ah! Ja, warte, Ethan, wo steckst du? Mir ist schweinekalt. Drück doch bitte mal irgendwie B oder so vorne beim Beifahrersitz. Nicht die Waffe ziehen. Egal was du tust, nicht die Waffe ziehen. Ich kann nur boxen. So, ich rede jetzt mal. Musst du vielleicht mit dem Türtypen reden? Ich rede jetzt mal mit dem Arschbär hier. Super. Haben Sie Bodies gesehen? Ich glaube, das ist beim LKW. Ja, aber bitte! Ich weiß doch nicht! Musst du vielleicht mit Boris reden, der am Beifahrersitz sitzt? Oder musst du dich vielleicht hinten drauflegen, dass er nicht sieht, dass du hinten drauf bist? Ja, aber ich bin doch sein fucking Vorgesetzter. So. Du musst dich nämlich hinten drauflegen, ganz unauffällig, damit es keiner sieht. Und das ja, ist dein Kumpel. Ja, gesehen. Das ist das unauffälligste Manöver aller Zeiten. Er hat keinen Rückspiegel, der Boris, ne? Muss auch dazu sagen. Also, wie sollte er das nur erfahren? Niemals. Boris. Wow. Boris ist blind. Das B für Boris steht für blind. Prost. Es war eine sehr gute Idee, dieses Spiel anzufangen. Ich freue mich jetzt übrigens schon auf das Level, wo man sich runter sein lassen muss und durch diese Laser muss. Ey, ich werde da nur. Ich werde da nur Mission Impossible, Alter. Ich werde mich da hier auch abseilen. Ja? Ich werde das Level aus dem Klo spielen. Wenn du im Bereich des U-Boot-Hafens eintriffst, musst du besonders wachsam sein. Die Wachen wurden verstärkt, während die Raketen in die U-Boote verladen werden. Du musst zwei Magnetminen finden, die irgendwo gelagert werden. Das ist eine sehr gute Ansage, Dankeschön. Mr. Phelps. Eine hier, sehr gute Freund, Ansage. Wie wäre es, wenn ihr auf eine lebensgefährliche Mission irgendwo im arktischen, sibirischen Russland geht und keine Angaben von uns kriegt, was ihr da tun müsst? Okay, alles klar, ich bin dabei. Sign me up. Sign me up. Okay, das U-Boot sabotieren. England ist eh langweilig. Sobald die Mine platziert ist, müsst ihr so schnell wie möglich verschwinden. Nachdem das U-Boot in die Luft geflogen ist, wird die ganze Basis auf euch Jagd machen. Dowie wartet im Motorboot am Kai. Wer ist Kai? Um dich in Sicherheit zu bringen. Das ist ein sehr guter Witz übrigens. Sei vorsichtig, Ethan, ich möchte dich unversehrt wiedersehen. Okay. Wer redet denn mit uns? Das ist der Phelps, das ist der Boss. Magnetminen finden, Klatter, Eingang, Scheiße, ja. Und dann rennen. Sehr schöne Laterne. Ja. Eine Laterne, die aussieht wie ein weiblicher Eierstock. Ja. Super unauffällig. Warum duckt er sich? Er ist verkleidet. Ich kümmere mich um die Minen. Und du suchst einen sicheren Platz. Auf der anderen Seite der Basis, John. Ethan, deine Maske, sie zerfällt. Oh no, Mist. Das muss die Kälte sein. Ich werde wohl Jonas kommen müssen. Vor allen Dingen, es hat die ganze Zeit gehalten. Als ob, ist es da jetzt kälter? Was bist du? Ich werde dich begleiten, um dir Deckung zu geben. Nein, nicht. Zu riskant. Ich gehe wie geplant alleine. Wir sehen uns später. Wie du das Ethan Hunt bei uns Russe ist. Ja, wer hat da, ist noch in der Rolle drin gerade. Weißt du? Ethan, du brauchst kein großes mehr reden, du bist nicht mehr verkleidet. Joch! Nicht! Zucker! Okay, jetzt pass mal auf. Hier ist ein roter Fleck auf meinem Radar. Die Musik, Alter. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Der kriegt Gesicht, Alter. Der kriegt Gesicht von mir. Didi. Ich glaube nicht, dass du ihm Gesicht gibst. Vor allen Dingen dieser dumme Ego-Modus, in dem du spielst. Okay, bleib dran. Guck mal, ich geb ihm Fujitsu, Alter. Wie wirfst du mit Kameras? Oder? Box! Boxst du jetzt? Du. Du musst ein bisschen aufpassen, du hast ein bisschen Zündschnur verloren. Ja, ist kein Problem. Okay. Wenn du das sagst. Du. Ich hab den Film ja damals geliebt. Ja, es gibt ja super viele Filme, es gab ungefähr 1000. Aber der erste war der beste, finde ich immer noch. Der letzte war auch gar nicht so schlecht. Ja, ich fand, das sind so Flugzeugfilme für mich. Ja, weißt? Komplett. So Filme, die komplett. Ich mir halt im Flugzeug angucke. Komplett. Und dann entweder einschlafen. Oh Gott. Wie soll ich denn? Oh. Nee, das machst du nicht, weiß. Also, da hat man ein bisschen das Gefühl, Doom war schon weiter, was Shooter-Mechanik ja, angeht. Kaputt gemacht. Ich glaube, da oben, wo der rote Punkt ist auf dem Radar, muss ich hin. Ich habe dieses Spiel damals auf der PlayStation 1 komplett durchgespielt. Und es war für mich der Knaller, weil ich dachte, boah, das ist das krasseste Agentenspiel, was du jemals spielen wirst. Blood is love! Baby! Nicht schlecht.
Was ist denn jetzt? Du suchst die Landminen und musst das U-Boot sabotieren. Hör doch mal auf mit dieser Ego-Perspektive. Ja, Robin, ich muss ja gucken, was jetzt. Ja, aber hör doch einfach auf mit der Ego-Perspektive. Es wird mir schlecht, wenn du das machst. Robin, lass mich doch mal sabotieren in meiner Geschwindigkeit, ja? Da vorne ist der rote Punkt auf der Karte, ne? Ich weiß. Das sind bestimmt meine Landminen, ey. Dubu, dubu, dubu. Oder was auch immer. Was auch immer ich sammeln muss. Magnetminen finden erledigt. Das ist nicht einfach. So, jetzt muss ich zum grünen Punkt bestimmen. Ich laufe wie besoffen. Gut gemacht, Ethan. Oh. Ja, reicht. Kerninfo erlangt. Müssen wir zum grünen Punkt? Wohin hast du das jetzt aufgemacht? Mit A. Okay. Also mit dem ich versuche ja nur die Steuerung zu verstehen, für den Fall, dass ich gleich mit dem blauen Knopf habe ich es aufgemacht. Guck mal, ich sneak. Was mich dafür, dass Bambi spielt und ich esse Chips und. Oh fuck, zu. Oh fuck. Oh! Shit! Oh! Gib ihm. Hast du auch eine Pistole? Warum benutzt du die nicht? Mach das so. Haha! Aber die Russen können alle nicht boxen, weißt du? Ich teste ja gerade noch nebenbei Mafia 3 für Gameswelt. Und es ist schon ein krasser Sprung, was wir dem Videospiel gemacht haben seit Mission Impossible. Sagen wir so. Also. Es ist schon irgendwie ein bisschen. Ich möchte nicht sagen alt. Und schlecht gealtert möchte ich auch nicht sagen, aber es ist. Fuck. Sagen wir, es ist sehr besonders in der Art der Präsentation. Ich habe das Gefühl, dass die Gegner einfach unendlich nachspawnen. Oh! Die gute Bullet Time, einfach umgefallen. Ist das ein Gegner? Der kriegt von mir. Das ist Dawi! Oh, der hat von mir gekriegt, ey. Ich schwör's dir. Hast du die Mine gefunden? Die Eisig! Reicht das? Ethan, bitte. Oh, was? Mine geben? Nun, ich fürchte, wir müssen es riskieren. Leg los. Ich werde versuchen, jetzt bist du. Was? Hey, nur noch 6.000 Euro mehr und einer Ethan? Von uns kann auf die Bahamas fliegen. Ethan! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Trinken. M. Franke auf dich. Vielen, vielen Dank, Mann. Sneaky, sneaky. Ich renne hier einfach mal durch. Ja. Sieht mich niemand. Ich bin da getarnt wie die Straße. Weißt du? Du siehst auch aus wie Schnee. Man nennt auch Ethan Snow. Haha! And stay down, bitch. Ich glaube, ich hab's gefunden, ehrlich gesagt. Nee, hä? Wo? Links. Da rechts. Mine platziert, Ethan. Ich verzieh mich, schaffst du es? Ja, wo denn? Oh Gott. Oh! Aber wo soll ich die denn platzieren? Zum Weißen. Die ist platziert, du musst jetzt zum Weißen. Nee, nicht wirklich. Klar. Das ist ja mega scheiße. Da muss ich den noch boxen hier. Oh Gott, er schießt. Er bringt eine Waffe in Boxkampf. Oh, der kann boxen. Der kann boxen, ey. Der kann boxen, der hat das gelernt. Das ist der beschissenste Kampf aller Zeiten, wirklich. Falsche Reihe. Nee, doch nicht. Passt. Ist gar nicht James Bond. Ist Mission Impossible. Passt schon. Pass mal auf. Wie will ich denn? So, jetzt passt. Jetzt wird gelasert. Haha! En garde! Da. Er hat eine Waffe fallen lassen. Oh. Muss ich da springen? Weiß ich nicht. Oh. Warte mal. B. Mine. Legen. So ist es besser. So ist das besser. So ist das besser! Mit einer Mine an der Seite ist jedes Boot besser. Ethan Hunt. So, warte mal, ich nehme wieder die Faust. Die Faust, ganz im Ernst, die war für mich etwas vielversprechender. Die sieht aber auch am schönsten aus von allen Bildern. Oh shit, das ist ein Boot. OP-12 ist es. Also Nachfolger von OP-11 ist jetzt noch kantiger. Ist es so? Das schau ich mir nochmal. Oh shit. Das schau ich mir nochmal an. Oh oh. Ja, komm her. Bam, bam, bam! Oh Gott, Bambi! Gib ihm. Guck dir die Punches an. Die Punches, die sitzen. Dieses Spiel ist deutlich, deutlich schlecht gealtert. Hier geht's hin. Da unten ist Cutter. Jawohl, Alter. Die Animation sitzt. Guck's dir an. Ich
Er fasst die Leiter nicht mal an, während er runterklettert. Guck mal, jetzt ist da noch ein Dritter. Mit Dowie entkommen. Robert Dowie. Oh, oh fuck, die Explosions, Alter. Weißt du, das war der gute Robert Dowie Jr.? Ja? Nein? Robert Dowie, Mission erfolgreich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich eine Mission überhaupt beenden in diesem Spiel. Guck mal, Castle Neuschwanstein. New Swainstone. Alter, die Knockliste. Ich würde übrigens gerne wissen, was passiert, wenn man das auf Impossible spielt. Ja, ich glaube, dann weiß ich nicht. Die Botschaft. Dann kommt der Entwickler Video. Persönlich psst, bei dir vorbei. Psst. Katzi. Guck mal, sie fliegen mit R. Der Service ist richtig gut. Der Service ist mehr gut. Ganz unauffällig guckt er einfach IMF-Videos. Guten Morgen, Mr. Phelps. Der frühere Offizier der Sektion X des KGB, Alexander Golizin, arbeitet nun in offiziellem Auftrag als selbstständiger Undercover-Agent. Er hat eine unserer besten Computerexpertinnen, die IMF-Agentin Candy Natascha Parker. Nur auf. Dabei ist ihm auch eine Hälfte der CIA-Knockliste in die Hände gefallen. Oh, die Knockliste. Ein Verzeichnis aller Geheimagenten, die für uns in Osteuropa arbeiten. Die Liste, die es in jedem Agentenfilm gibt, die ganz gefährliche Identität von allen Agenten aufdecken kann. Ich glaube, die Liste heißt die andere Hälfte, die im CIA-Hauptquartier in Langley gespeichert ist. Candice wird in der russischen Botschaft in Prag gefangen gehalten. Oh. Wahrscheinlich glaubt man, dass sie den Schlüssel zum Dechiffrieren der Liste kennt. Wir wissen auch, dass dort ein Hochleistungsrechner installiert ist, der wahrscheinlich eingesetzt wird, um den Code zu knacken. Oi, das ist der Rechner, von dem aus wir den Zirkulorus immer wieder und ihre Flucht Golizin in die Schuhe zu schieben und aus dem Jahr 1993 zu diskreditieren. Seitdem haben wir jedoch nichts mehr von Barnes gehört. Oh, wir Barnes, dass seine Tarnung aufgeflogen ist. Ihr Auftrag, Jim, falls Sie ihn annehmen, lautet, mischen Sie sich im Laufe des morgigen Abends unter die Gäste des Empfangs in der Botschaft. Sie müssen Candice finden, die Liste kopieren, den Computer zerstören und mit Candice und Barnes, sofern er noch lebt, fliehen. Wie immer gilt, sollten Sie oder ein Mitglied Ihres IMF-Teams gefangen oder getötet werden, wird der Minister jedes Wissen von Ihrem Einsatz abschreiben. Sieht aus wie die Rückseite vom Fernseher. Dieses Band wird sich innerhalb von 10 Sekunden. Die haben mega viel Beifreiheit. Ja, Alter, das ist wirklich... Schau das mal an, das ist ein Traumflieger, Alter. Das ist wirklich... Ey. Okay. Ethan Hunt, Alter. Nur erste Klasse, ey, mindestens. Ja. Sarah Davis. Dieter Harmon. Der sieht so ein bisschen aus wie der Bruder von Will Smith. Jack Kiefer ist übrigens der Bruder von Jack Bauer, ja. Und auch der Bruder von Kiefer Sutherland, deshalb ist Jack Kiefer. Verstehe ich, ja. Verstehe ich. Robert Barnes. Candice Parker. Candice Parker. Candice. Das IMF-Handy ist dabei. Alter! Gesichtsimitator finden, Notenblatt finden, Brechpulver finden, Drink finden, Raucherzeuger platzieren, Attaché-Identität annehmen und zum Sperrbereich gelangen. Das ist ja ein Kinderspiel. Also zwei Missionen habe ich schon erfüllt. Ich habe schon das Brechpulver gefunden und den Drink. Mega gut. Boah, Alter. Ich glaube, das soll eine russische Botschaft sein zwischen all den Lags und den großen Pixeln. Wow. Ist euch Hand erinnere ich am Klavier? Nee, das Gute ist, ich erinnere mich an die Mission. Das ist richtig ätzend, was du alles machen musst. Und zwar, du musst... Den Drink finden, das Brechpulver finden. Ja, aber pass auf. Die Attaché-Identität annehmen. Pass auf, es gibt mega viel zu tun. Du musst nämlich dem so einem Typen... Du musst erst dafür sorgen, dass der Typ am Klavier was Richtiges spielt. Dann musst du das Brechpulver in den Drink tun von dem Typen, damit er auf Klo geht. Wenn er auf Klo ist und kotzt, nimmst du seine Identität an, damit du dann in den Sperrbereich kommst. Ich erinnere mich an die Scheiße und es lenkt sich wie Kacke. Er ist wie ein LKW, Alter. Weil ich das Spiel damals wirklich viel gespielt habe. Dafür warst du erstaunlich schlecht in der ersten Mission. Ja, ist ja gut. Just Saiyajin. So, wo müssen wir denn? Du hast ein Problem, eine Killer-Lady. Ja, das ist das Spiel, das veröffentlicht wurde, um Hitman im Jahr 2016 Konkurrenz zu machen. Ja. Das ist der die Musik, Alter. Der rumänische Hitman-Klon. Mission Impossible. Da ist der Klaviermann. Ey, ich spiel mal was von Limp Bizkit, ja. Spiel mal was von. Haben Sie den Attaché gesehen? Ich glaube, er ist nach oben gegangen. Spiel mal was von Slayer, Mann. Siehst du? Es sei denn, er hört die Hymne seiner Heimatstadt, den Sloborskaya-Marsch. Wie geht er denn? Also wir brauchen erstmal die Noten von ihm. Er kann ja nicht ohne Noten spielen. Er kann nicht ohne Noten den Sloboskaya-Marsch spielen. Ey, hallo! Ey, Servus. Bist du? Weißt du?
Oder darf ich überhaupt hin? Der hat dich angeguckt, Alter. Und er schießt mich jetzt. Ja, du kriegst direkt den Rücken. Aber dann kannst du boxen, weil du hast vorher festgestellt, dass die Fäuste von Ethan Hunt etwas härter und etwas schneller sind als die von anderen Menschen. Der Empfang findet nur parterre statt, Sir. Das tut mir leid. Aber es ist einfach wichtig, boxe. Guck mal. Oh. Okay. It's my turn. Boxen war eine doofe Idee. It's my turn. Siberia. Siberijira. Das ist auch so das, die klischeehafteste Russland... Oh, das war ein richtig harter Knockout. Was macht er jetzt? Klischeehafteste Darstellung von Russland aller Zeiten. Vergewaltigt er dich jetzt? Schön den Cock ins Gesicht. Einfach so, ja, weil es kann. Ich glaube, du kommst einfach in die Siberia-Kiste. Ja. Das ist das Headset, das Siberia. Ich wollte gerade sagen, da, mein Freund, sind keine Headsets drin. Nicht in der guten Siberia-Kiste. So. Darf ich jetzt vielleicht mal gestorben? Nein! Robin. Ich darf noch einen. Du hast gerade die komplette Mission gespielt. Robin, wechseln. Ich bin auch nicht gestorben dabei. Ja, aber lass mich doch erstmal auch ein bisschen gucken. Und du boxst den ersten Soldaten. Du bist der schlechteste Geheimagent überhaupt. Guck mal, hier ist ein Pott. Ja. Hier fühlt sich wohl. Guck mal. Ja, aber du gibst doch keine Noten. Also ja, die einzigen Noten, die du da findest, sind die für einen braunen Ton vielleicht. Roger. Ja. Soll mal lesen. Ja. Hör auf, so kontraproduktiv zu sein. Schau doch mal ins Klo, da hat jemand ordentlich auf die Rinne gepisst, Alter. Was? Schau dir mal die Klobrille an. Wow. Alter Schöne. Die ist aber wirklich urin-gelb. Eieieiei. Eieiei. So, wir gehen jetzt in Prag. Ey, in Prag besser nicht aufs Klo. Ist das Prag? Ja, in Prag. Echt? Ich hab beim Briefing aufgepasst, im Gegensatz zu dir. Ey, ich Briefings brauche ich nicht. Ja. Brechmittel finden. Hallo. Nee, Brechmittel haben wir schon. Wir müssen den Drink finden. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Beides Gottfried im Auge, siehst du aus, ist gefährlich, ja. Hast du den Attaché gesehen, Dieter? Nein! Er muss wohl da hochgegangen sein! Tut mir leid, ich hab, auch Drinks. Das Drinks. Ist der Drink, den wir gegriffen haben. Take this. Wie können wir ihn nach unten locken? Oh. Hier, hast du einen Lippenstift? Frage doch mal den Klavierspieler, vielleicht kann er ihn mit Musik herunterlocken. Wow, wie unauffällig. Auf dem Empfang sind auch original null Leute. Ja, hier ist wirklich weißt niemand. Der Empfang ist für niemand. Ist das für, ist bestimmt die Killer-Lady, sie oder? Da, sie ist da. Die Natascha Uranjatov, ja. Im roten Krebelkleid. Verfolgt die mich? Nee. Klar verfolgt die mich. Pass auf. Siehst du? Nee, die macht die nicht, oder? Nee, box die mal. Ey, wer sich so ein hässliches Bild anschaut. Ich finde, Andrei Vlasov sieht seinem Sohn Nikolai, dem Attaché, sehr ähnlich. Und da kommt die rote Gefahr so. Ich stehe nur. Ich mache hier gar nichts. Ich sehe hier nur schön aus, ja? Okay. Was? Diese Sloboskianer sind unglaublich stolz auf ihre Geschichte. Was? Weißt du, hat was? Jemand Koks gesagt? Weißt du, was wir machen? Wir entführen die Alte ins Bad und dann wird hier jetzt schön weggefistet. Pass auf. So. Ich weiß, das ist bei, wenn das, man das zu einer Frau sagt. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Der Alten werde ich jetzt richtig schön ins Gesicht slappen. Guck's dir an, pass auf. Wo ist sie? Verfolgt dich gar nicht. Robin, das hast du dir eingebildet, die will dich gar nicht. Ja klar verfolgt die mich! Robin, die will dich gar nicht. Klar verfolgt die mich, Alter. Wenn die mich gleich umbringt, ne? Die hat mich den ganzen Abend angeguckt, ich schwör's dir. Ich schwör's dir, Robin. Ich schwör's dir, die ist auf dem Weg zu mir. Was sind denn die Raucherzeuger? Was sind denn die Raucherzeuger? Kann ich die denn einsetzen? Nicht boxen, nicht Schattenboxen. Was ist denn hier? Ist das da oben? Ist das ein Raucherzeuger? Nee, das ist ein... Was ist das denn? Das ist eine GTX 79. Ja, das sieht wirklich so aus. Was? Das sind die Raucherzeuger. Nee. Ja, klar. Nee, aber ja, pass klar. auf, dass ich niemand sieht dabei. Ich bin... Guck mal, die... Ja, Entschuldigung, don't bother. Ich bin hier... Die rote Gefahr verfolgt mich. Ja, ich klar. muss an den Lüftungsschächten rummanipulieren. Die rote Gefahr, ey. Da! Nee, das ist sie gar nicht. Das ist die beige Gefahr. Das ist ein Rentner.
Wenn du mal noch einen Lüftungsschacht siehst, schrei mal. Ne? Ja, da! Danke. Den haben wir auch gesehen, du Betrüger. So, zack. Musst du da, was steckst du da denn rein? Das sind Raucherzeuger. Du steckst da deine Grafikkarten rein, Alter. Bist du, schön die GTX verteilen und die überhitzen dann, dann gibt's Rauch, Alter. Alter, bist du Asus PR-Mann oder was? Du verteilst auf der Party in Lüftungsschächten Grafikkarten. Ja, ganz unauffällig mitten im Raum, wo alle sind gerade. Ja, einfach mal. Ey, du wartest das ja auch. Schön einfach geduckt. Weißt du, du wartest. Ich wollte gerade sagen, was machen sie da? Ich warte. Freunde, ich sorge für Recht und Ordnung. Oh Gott. Oh, warte, andersrum, so. Das ist die einfachste Störung der Welt. Das ist tricky. Es ist B, gelb nach unten, A. Das Gute ist, der Controller hat nicht so viele Tasten. Oh, Bambi. Flirty, Mirz, Blot. Mirz, Mirre, Rushby. Kann nur mit dir reden? Er redet nicht mit dir. Er hat keinen Bock, mit dir zu quatschen. Das Spiel? Wir können jetzt nicht reden, schade. Robin? Ja. Jetzt mal Tacheles. Ja. Das Spiel ist wahnsinnig schlecht. Aber ja. Ich hab auch ziemlich viel Spaß. Ja, das ist ja der. Oh! Die rote Gefahr! Alter, zeig mir mal deine Grafikkarten. Du hast noch zwei, glaube ich. Oh, mon ami. Look at this. Darf ich an ihnen vorbei? Das Spiel ist auch super schlecht, aber wir spielen das durch. Ich möchte den kompletten Playthrough auf YouTube haben. Ich möchte, dass wir der einzige Kanal weltweit sind, der Mission Impossible komplett Let's Played hat. Ich glaube, es gibt einfach einen Speedrun, der jetzt schon durch wäre. Ja, klar gibt's den. Okay, sie verfolgt mich nicht. Aber das bedeutet dennoch, dass sie sehr, sehr gefährlich ist. Weil sie ist die rote Gefahr. Ja, wo ist denn der letzte verdammte Lüftungskanal? Ein Raumzeuger pro Lüftungskanal ist genug. Wo ist denn? Oh, stupid. Da! Guck sie mal an. Die kommt, da ist sie! Die ja, rote Gefahr. Geh mal in die Ego. Und sie so, lülülü. Robin, geh mal in die Ego. Lülülü. Sie ist immer an. Die guckt mich ja, weil sie mich verfolgt. Da kannst du ihr dann Getränk zustecken. Ich wette mit dir, sie ist... auf dem Bad ist der letzte Lüftungsschacht. Dann kommt sie und sie hat auch die Noten, die wir brauchen. Ja, aber was machst du? Was macht sie da im Bad? Gehört sie zu dir? Oh. Ja, danke, Phelps. Danke, Phelps. Sehr danke, gut. Phelps. Vielen Dank für diese Info. Wetten wir, sie kommt jetzt? Hieß so nicht dein Hamster? Phelps? Nee, der hieß Phipps. Ah! Sie kommt! Oh, damn it. Oh, ich sehe sie nicht. Oh, oh Gott. Deckung. Freunde, jetzt, oh Gott. Jetzt, guck nicht hin. Die rote Gefahr. Guck nicht hin! Pass auf. Das funktioniert nicht. Die kommt jetzt, pass auf. Die kommt jetzt. Die kommt. Aber was will sie denn auf dem Männerklo? Das sind Pissoirs. Die darf doch da nicht hin. Wo ist sie hin? Nee. Da! Oh! Ah! Gute Nacht, Schätzchen. So. So, meine lieben Freunde. Ja, das ist die Frauenkabine hier. Guck sie an. Robin, kannst du dich bitte entleeren? So. Und schon ist das Problem gelöst. Ja, kannst du dich bitte in die geschlossene Pyramide rechts von den Klos entleeren? Guck mal, jetzt sind wir sie aber schon mal losgewonnen. Das ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch ohne Probleme, brauchen wir die Noten. Guck dir mal bitte die Pissoirs an. Die haben keine Öffnung. Stimmt. Wie? Pass auf, das ist ganz einfach. Du pinkelst einfach runter und da ist ein Luftzug, der es hochzieht dann. Und du pinkelst auf den Boden und dann... Toilets in Russia. Nee, in Prag. In Mother Russia Toilet Pieces You. In Tschechien. Hallo, Officer, alles ist gut hier. Man sagt ja Tschechien, oder? Okay. Die Frage...